Glück auf, ihr Lieben. Heute kommen wir zum nächsten Video. Das müsste jetzt Teil 4 des dritten Buchs sein. Und zwar geht es heute um himmlische Phänomene. Kometen, Meteore, Sternschnuppen, schwarze Löcher, Nordlichter, Galaxien, Milchstraße. Ja, Nordlichter, die Aurora Borealis. Gehen wir gleich rein. Es ist ein bisschen mehr Text. Ich halte mich aber ganz, ganz kurz bei den ganzen Seiten. Einfach damit wir schnell durchkommen und uns nicht so lange an Texten aufhalten. Ich werde auch nur ganz, ganz kurz alles beschreiben in der einfachsten Form, so dass es ja, verständlich bleibt. Ja, legen wir los. Also, Kometen, Meteore, Sternschnuppen, schwarze Löcher, Nordlichter, Galaxien, Milchstraße. All diese Dinge sind quasi, ja, sind das Wetter in den obersten Schichten, in den höchsten Schichten der Atmosphäre. Ja, also kurz bevor wir zu der Supermoon-Gegend kommen, die wir in den vorigen Videos ja schon mal beschrieben haben. Die sind alle verbunden mit dem Element Feuer. Ja, ist auch verständlich. So ein Meteor, so ein Komet, da brennt's. Das Wetter in den unteren Schichten, das drückt quasi nach oben in diese oberen Schichten und ja, dadurch strömen Gase oder Gasströme steigen auf und ja, bringen Rauchwellen nach oben, wellenartig. Ja. Diese Dinge sind abhängig von Masse, Größe und Inhalt und ja, Konstellation der Gase und so weiter und so fort. Und diese führen zu der sichtbaren Verbrennung, die wir am Himmel sehen. Je nach Masse und Gasart und so weiter und so fort haben wir dann diese unterschiedlichen ja, himmlischen Phänomene. Ja, wieder eine Menge Text. Ich spreche es ganz kurz runter. Hier steht kurz zusammengefasst, die Atmosphäre hat einen Teil, der aus Luft besteht, das ist die Humosphäre. Dort ist das Gas ja gemixt und dort entsteht das Wetter, was wir kennen. Ja, dann haben wir die in der Atmosphäre die Heterosphäre. Die ist quasi dem Element Feuer zugeordnet und dort besteht eine hohe Energie, ist aus Edelgasen und dort ist null Feuchtigkeit, also es ist komplett trocken. Hier sind auch die Gase, die ja, Tageslicht in Anführungsstrichen erschaffen durch das elektromagnetische Feld der Sonne, ja, also fluoreszierende Gase. Nochmal als Wiederholung, hat man vorher schon mal, Argon macht quasi den Himmel blau, sorgt für, wenn das fluoreszierend, für diese schöne blaue Farbe, die wir alle lieben. Und zum Beispiel Neon reagiert schon wenn es sehr, sehr weit weg ist. Und zwar mit diesem rot-orange-gelben Ton, was wir dann als ja, Sonnenuntergangslicht kennen. Ja. Ist quasi auch immer ein Austausch zwischen den Schichten vorhanden. So, dann gehen wir hier aufs dritte Bild. Das ist nochmal eine schöne Erklärung. Die unterschiedlichen Schichten. Ja, hier oben sind wir unter der Supermoon Area. Da haben wir die Ignition Zone, also da, wo die verschiedenen Gase dann auch konzentriert ja, verbrennen, schnell verbrennen, quasi explodieren. Ja, also über der Ionosphäre und über der Thermosphäre. Hier haben wir auch die verschiedenen Temperaturen, ne, wie sie stattfinden. Schön erklärt. Und wie gesagt, ich finde das immer super mit dem Mario Land hier unten. Ist eine schöne Abbildung. Ja. So, kommen wir zu den Meteoren. Halte ich auch nur wieder ganz kurz. Ihr kennt das bei mir. Es gibt zwei Typen dieser Verdunstung. Einmal eine Wasserverdunstung, ne, hat mit dem Wasserkreislauf zu tun, hatten wir im Video davor. Dadurch entsteht das Wetter. Wenn sozusagen eine hohe Konzentration der Verdunstung stattfindet, dann regnet es. Ganz einfach. Dann gibt es aber noch die Verdunstung des Feuers. Ja. Und zwar sind das aufsteigende Gase, die von der Erde nach oben steigen, hier durch Rauch, Verbrennung, fossile Stoffe, die verbrannt werden und so weiter und so fort. Diese Gase, die ändern den Druck in der Atmosphäre. Ja. Die steigen auf bis zur ja, Supermoon Area. Also bis hierhin steigen die auf. Ja. Und das passiert aber sehr, sehr langsam. Ne? Diese Ströme von hier oben ändern sich dann quasi die Temperaturen und alles. Und dadurch werden diese Ströme auch wieder nach unten gedrückt und ja, auch zu einer gewissen Art konzentriert. Und dann entsteht ein gewisser Druck in den verschiedenen Schichten. Ja, und dann werden diese Gase, ja, wie soll ich sagen, zusammengedrückt.
Und dann werden die natürlich sehr heiß, wie wir es hier in den oberen Schichten. Ich gehe nochmal zurück. In Schichten ist es heißer, weil da der Druck einfach höher ist. Und durch den hohen Druck ist dann natürlich eine höhere Gefahr der Verbrennung. Also eine Verbrennung oder eine Explosion ist ja auch immer eine Art Verbrennung. Ja, und je nach Masse, Größe und Inhalt verbrennen diese Gase halt in unterschiedlichster Form. Siehe Sternschnuppen, Meteore und so weiter und so fort. Sind alles unterschiedliche Sichtbarkeiten derselben Sache. Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Ne? Langer Text. Ich halte es wieder kurz. Ich habe die Übersetzung gemacht und nochmal kurz zusammengefasst mit den wichtigsten Sachen. Hier steht im Grunde nochmal das Gleiche, was wir jetzt vorher schon hatten. Nur als kleiner Zusatz. Unter Umständen verbrennen diese stark konzentrierten Gase nicht und erreichen somit die Erde. Ja? Das heißt, die verbrennen da oben nicht. Das kennen wir ja auch, wenn dann so ein Asteroid, wie auch immer, die Erde erreicht. Ja, verbrennt nicht vollständig, erreicht die Erde und durch diese schnelle Abkühlung auf der Erde hat es dann diese solide Form, ja, was wir dann als Asteroidenstück kennen oder wie auch immer. Ja, ganz kurz da erzählt. Dann haben wir die Transient Celestial Phänomena, ja, also diese anderen himmlischen Phänomene, wie zum Beispiel die Aurora Borealis, ne, die Explosion mit Farbe, also keine Sternenexplosion, so wie es immer erzählt wird, sondern mit Farbe. Und dann gibt es natürlich auch schwarze Löcher, ja, quasi da, wo nichts zu sehen ist. Hat er hier auch in seinem Buch wunderbar erklärt. Hat die gleiche Ursache wie vorher, also die Gase, die da aufsteigen, ja, in verschiedenster Konzentration. Es gibt dann aber sogenannte farbvolle Explosionen. Das sind Explosionen mit einem hohen radioaktiven Gehalt und die erscheinen dann in diesen farbvollen Explosionen. Es sind keine Sterne, die explodieren, ja. Es sind einfach nur sichtbar und die passieren relativ schnell, das heißt, lange sieht man sie nicht. Ja, dann gibt es natürlich die schwarzen Löcher, das sind Explosionen ohne Radioaktivität. Das heißt, an dem Punkt explodiert auch was, es drückt quasi von innen nach außen, aber es ist schwarz und dunkel. Da haben wir diese schwarze Farbe, schwarze Explosion. Und dann haben wir noch die Aurora Borealis. Passiert auch in derselben Schicht der Ionosphäre. Ja, die Gasströme, Entschuldigung, ionisieren in Wellenform und dadurch kriegen wir dieses wunderschöne Bild dieser Nordlichter. Ja. Hat natürlich wieder einen elektromagnetischen Effekt, deswegen sieht man es nicht überall. Dann kommen wir fix zu den Kometen. Ja. So ein Komet, es dauert lange, bis es erneut passiert, nachdem ein vorhergehender Komet da war, hat mit den unterschiedlichen Gasen wieder zu tun. Ja, die Kometen sind meistens nicht sehr groß und haben auch eine gewisse Kreisbewegung. Die folgen quasi dem äußeren elektromagnetischen Feld. Die kommen nicht näher und die teilen sich auch niemals, ja. Und die Bewegung ist sogar außerhalb des Tierkreises. Also es passiert ziemlich weit oben, diese Kometen. Und oft ist auch zu beobachten, steht hier unten, oft ist auch zu beobachten, dass diese Kometen oft mit Tsunamis und Erdbeben zu tun haben. Das könnte man sich auch fragen. Wenn man so das Gefühl hat und so einen Kometen sieht, ne, hat man ja immer so ein leicht ungutes Gefühl. Man beobachtet den und sieht den so ein bisschen als, ja, Nachrichtenbote für irgendwas, was passieren könnte. Hat vielleicht auch damit etwas zu tun. Ja, weiter im Text, ne, Kometen und das Wetter sind immer in einer gewissen Abhängigkeit. Kombiniert mit dem Wetter, oder das Wetter, wenn das bestimmte Gasströme begünstigt, dann haben wir auch diese Kometen. Und diese Kometen sind aber auch nur außerhalb der tropischen Zone sichtbar, da die Sonne als elektromagnetische Form diese Gasströme quasi vernichtet. Ja? Das heißt, wir haben niemals Kometen über der tropischen Zone oder in der tropischen Zone. Ja, dann. Wie entstehen diese? Also grundsätzlich, wie ich es schon erwähnt habe, entstehen die genauso wie vorher beschrieben, ja, haben halt nur eine andere Geschwindigkeit, ne? Also passieren nicht zu schnell und nicht zu langsam. Dadurch, ja, die schnellen Reaktionen hatten wir vorher, diese farbvollen Explosionen, wenn es langsamer passiert, haben wir die Sternschnuppen und so weiter und so fort.
Ob es einen Schweif gibt, hängt auch von der Form der explodierenden Gase oder der explodierenden Gaswolke ab. Ne? Das Material, das den Kometen kreiert, ist zu finden an der Grenze vom Supermond und dem Sublunary-Mondbereich, also unter dem Mondbereich, also direkt an der Grenze sozusagen. Teilweise bewegt sich so ein Komet auch ins Äther rein, also in die höhere Schicht, in die Supermondschicht. Ne? Und daher bleibt der teilweise so lange in dieser stabilen Form. Das steht im Grunde hier so geschrieben. Und dann kommen wir noch zur Milchstraße, ist dann das Letzte. Ich wollte hier nur schnell durchgehen, um die wichtigsten Sachen zu erklären. Und die Milchstraße ist natürlich auch ein interessantes Phänomen. Ja. Wir hatten in den vorgehenden Teilen schon über die Sterne gesprochen, die sozusagen die Energiepunkte der Erde widerspiegeln und auch die Höhen und die Tiefen. Ja. Siehe die Pyramiden von Gizeh, spiegeln den Gürtel des Orion wider und der Gürtel des Orion spiegelt im Prinzip die Energiepunkte auf der Erde, da wo die Pyramiden stehen, wider. Gibt's auch viele Geschichten, die das erzählen, wie was da für eine hohe Energie zu finden ist bei den Pyramiden und so weiter und so fort. Ihr kennt das aus dem vorgehenden Teil. Ja, diese Milchstraße. Außerhalb der Sterne, die die Energiepunkte hergeben, gibt es natürlich auch noch andere Charakteristiken der Milchstraße. Und die befinden sich an der Grenze der himmlischen und der weltlichen Welt. Ja? Man kann die Milchstraße als galaktischen Äquator sehen. Ja? Der galaktische Äquator entsteht genauso wie der Schweif eines Kometen, also auch wieder durch Gasablagerung oder beziehungsweise Gase, die dann in die höheren Schichten abtauchen und an der Grenze sozusagen zu finden sind. Ja, also kann man sagen, die Milchstraße ist grundsätzlich ein großer Kometenschweif, ja, der verbunden ist, elektromagnetisch verbunden mit dem Ätherkreis. Ja, also die Milchstraße ist sozusagen an der Grenze und taucht ein bisschen in den Ätherkreis ein. Und dadurch hat das so eine stabile Form, die Milchstraße. Unabhängig von den Sternen. Die Sterne sind natürlich Widerspiegelung der Energiepunkte der Erde. So, das war, glaube ich, das gehaltvollste Video. Ich habe es echt runtergebrochen, weil dieser Teil des Buches über die Kometen hat viel mit Fremdwörtern, Ionosphäre und den verschiedenen Temperaturen zu tun. Und es war nicht ganz einfach, das zu übersetzen. Teilweise, ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Und ich habe es für euch ganz nach der, ich glaube, KISS-Methode heißt es, runtergebrochen. Keep it simple. Und wer da weiter ins Detail gehen möchte, der darf dann gerne am Ende das Buch runterladen, sofern ich es verlinken kann. Das ist noch nicht ganz raus, aber wir werden sehen. Und ich sehe euch im nächsten Video und danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.